Okay, super, formieren, das ist doch schon mal super. Gut, man kann also jede Menge an Befehlen geben. Es ist echt wunderschön, muss ich sagen. Wie man sieht, kann ich selber hacken. Das kann ich vorm schon mit zwei Fingern erledigen. Statt einfach irgendwie noch die andere zu benutzen. Quatsch. Ohoho, meine Handschuhe könnten dreckig werden. Go! Gebiet sichern. Roger. Oh, wie cool das ist. Wow. Es hat tatsächlich noch was gebracht, weil die Geonosianer wollen. Ah, fuck you. Sie platzen auch so schön. Das ist echt Brutalität vom Feinsten. Mal sehen, ob das da explodiert. Tatsächlich, ich bin ein Genie. Jetzt habe ich meine Bestimmung gefunden. Ich bin der Taktiker. Ja, so kann man das hier ziemlich gut nennen. Wir haben ein paar geonosianische Jäger im Hangar gefunden. Zerstören Sie sie, damit sie nicht gegen uns eingesetzt werden können. Ziel an Einsatz, Zielanzeige übertragen. Wie süß die sind. Ich finde das echt immer ziemlich niedlich. Versuchen wir es mit Sprengstoff. Scorch, mach das mal auf. Ich kümmere mich hier rum. Moment. Ja, 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 das ging in die richtige Richtung. Sehr schön. Wo ist Fixer, wenn man ihn braucht? Schön. Los geht's. Wie süß auch diese Flieger sind. Das habe ich schon immer habe ich mir das gedacht. Auch schon bei Star Wars Battlefront 2, falls das jemand gespielt hat. Ein Fan der Star Wars Filme würde ich jetzt gar nicht so sagen, weil ich mich da so stark gar nicht nie für interessiert habe. Langsam wird es dunkel. Delta-Team, schalten Sie auf Visual-Modus um. Okay, das ist sehr schön. Das ist auch ein sehr cooler Filter, wie ich finde. Und ja, aber ich hatte mich immer mehr für die Spiele der Star Wars Reihe interessiert, als für die Filme. Wobei ich nicht sagen will, dass die Filme scheiße sind. Keineswegs. Vor allem für ihr Alter teilweise sind sie sehr gut geraten. Problem ist einfach nur, ich bin der Harald, ich spiele gerne Spiele. Ja, und ich möchte gerne, wenn ich einmal groß bin, will ich Spieleentwickler werden. Ja. Dann mache ich diese Spiele. Nee, die Sache ist die, dass so Sachen wie die Old Republic oder Knights of the Old Republic waren ziemlich cool. Battlefront auf jeden Fall. Und das hier ist eines meiner liebsten Star Wars Spiele. Moment. Wow. Nein. Moment. Ah! Was ist denn passiert? Wieso ist meine Gesundheit kritisch? Was habe ich getan? Um Gottes Willen, ist da vielleicht ein Bagdad-Tank? Nein. Problem. Okay, das mit dem Werfen muss ich auch noch hin. Komme ich hier wieder zurück? Tatsächlich. Hier gibt es aber keine Bagdad-Station. Na, egal. Los. Ich hätte hier gerne ein Loch, Delta. Bin unterwegs. Komme ich hier drumherum? Anscheinend nicht. Ist auch halb so wild. Der Scorch macht das nämlich schon. Uns fehlt immer noch 07. Ich weiß, dass er 07 heißt. Ich glaube, der heißt auch einfach 7 als Mensch. Oder als Klon. Momentchen, ich muss hier mein Bein erstmal fixieren. Danke. Ach Quatsch. Berater. Hier befindet sich eine Ebene unter ihrem aktuellen Standort. Die Geonosianer haben ihre Anwesenheit bemerkt und die höchste Alarmstufe ausgerufen. Sie werden auf Widerstand stoßen. Ich wüsste gerne, wie unser Berater überhaupt heißt. Er hat, glaube ich, nie seinen Namen erwähnt. Genauso wie ich bald den Namen Sunfack vergessen werde. Ach, das sind Licht. Oh, Druide, mit dieser Feuerrate. Ich bin überwältigt. Ja, gehen wir einfach mal vor. Rücken Sie zum Balkon vor, das brauchen wir jetzt nicht. Und diesmal wird das was mit dem Detonator. Oder auch nicht, weil der Feind einfach sich verzieht. Macht der Feind das, ne? Oh shit. Ah! Ja, genau, Kommandos, ich brauche Hilfe. Ja. Das ist auch so eine Sache, die mich am PC etwas stört. Ich habe keine Vibration. Ich spiele immer mit dem Controller und da vibriert es, wenn ich getroffen werde. Ich merke hier gar nicht so richtig, wann ich überhaupt getroffen werde und wann ich mein Leben verliere. Und dass die Schilde überhaupt so relativ schwach sind. Die Öffnung am Ende dieses Gangs liegt direkt über Sunfix Kontrollraum. Sie können sich von der Kante abseilen. Roger. Ups.
Delta Leader, Einheit 07 ist jetzt in Ihrer Nähe und bleibt weiter in Deckung. Seien Sie vorsichtig. Ach, 07! Effizient. 07, verbinde mich mit Ihrem HUD, Sir. Freundest du dich mit den Einheimischen an, 7? Das war lustig. Wo ist San Fack? Im nächsten Raum, Boss. Keine Sorge, ich habe den Jungs noch ein paar Ziele übrig gelassen. Da ist er. Den holen wir uns. 4-0, Defensivvektor. Regel 39, sag nie Nein zu Bagdad. Vor allem, das ist ein sehr cooles Feature von... Heilen Sie sich, Data. Jawohl, Sir. Von... Oh, wie schön das ist. Von, es ist ja kein Feature von Star Wars Republic Commando, und zwar die Sprüche vom Team sind einfach super. Das Glas zerschießt. Wow, vor allem diese Glaseffekte. Wer da wohl dran gearbeitet? Wow, wow, mir kommen die Tränen vor so viel Schönheit. Apropos Schönheit, gucken wir uns doch hier mal um. Gott, ist das schön. Splitter, die aus dem Nebel schießen. Gut, dann wollen wir mal. Sunfake versucht zu fliehen, halten Sie ihn auf. Er hat es geschafft. Delta Leader, Sunfake darf auf keinen Fall entkommen. Wo ist er denn plötzlich hingewesen? Iconic wird so getötet. Gute Arbeit, Delta. Droide deaktiviert. Angriffsformation einnehmen. Unten bleiben. Delta Team formiert sich. Okay, okay. Ich muss erstmal ein bisschen in die Kommandos reinkommen, aber es ist so cool. Droiden nähern sich. Scheiße. Superkampf, Droiden. Lassen Sie alle Teammitglieder auf ein einziges Ziel feuern, um seine Panzerung zu durchbrechen. Ja, das hat funktioniert. Ich hatte sie mir stärker in Erinnerung. Ich habe zwei verschiedene Granatenarten, da muss ich auch erstmal hintersteigen. Die ich jetzt hatte, war, glaube ich, eine EMP-Granate, die Droiden lahmlegt. Hat uns auf jeden Fall ungemein beim Superkampf-Droiden geholfen. Öffnen Sie die Tür, Data. Ich fange jetzt an. Auf was wird geschossen? Auf einen scheiß Superkampf-Droiden! Aktiviere den Tornado. Ja, und los geht's. Ha, gegen mich kommst du nicht an. Ha, ich bin Dr. Stahl-Messer. Ja, los geht's. Verprügeln wir sie. Boah, los, Delta! Ja, schon gut. 7! Sunfake versucht zu fliehen. 07 ist einsatzbereit. Sunfakes Jäger läuft schon warm. Delta, was treiben Sie da eigentlich? Keine Sorge, Chef! Wir schaffen das! 7! 7, tu was! Jetzt hast du. Oh. Blech. 7! Ja, wir haben ihn. 7. Super gemacht, 7. Ja, ich liebe diesen Geruch. Ich rieche nur verbrannten Geonosianer. Naja, meine Scanner zeigen eine Explosion an. Roger, Ziel terminiert. Habt ihr das gesehen? Das sah nicht aus wie ein geonosianisches Schiff. Bestätige, keine Identifikation möglich. Ich überprüfe die Datenbanken. Machen Sie weiter, Deltas. Wir haben keine Zeit zum Jubeln, Deltas. Wie Sie bereits wissen, ist das Team von 3-6 außer Gefecht. Sie sollten eine Droidenfabrik in diesem Sektor ausschalten. Ihr Team wurde jetzt mit dieser Aufgabe betraut. Begeben Sie sich zum Aufzug. Eine Droidenfabrik. Ich meine, wir haben Sunfack umgebracht und jetzt müssen wir trotzdem in die Droidenfabrik. Infiltration der Droideneinrichtung. Die Separatisten haben ihre Droidenfabrik tief im Herzen des Planeten versteckt. Das Delta-Team muss in das innere Versteck der Geonosianer vordringen und die Hauptdroidenfabrikationsstätte finden. Fabrikationsstätte? Was? Laut Geheimdienst gibt es da unten ein paar Fabriken, aber unsere großen Sturmtruppen kommen da nicht rein. Ausgehend von der Wärmesignatur dieses Turms muss darunter eine Fabrik sein. Die Neutralisierung einer der Fabriken könnte uns einen entscheidenden Vorteil verschaffen. Unsere Scanner können die Fabrik nicht exakt orten. In der Nähe ihrer Position muss ein Störsender sein. Zuerst muss der Störsender deaktiviert werden. Anschließend bringe ich sie zu ihrem Primärziel. Die Kommunikation. Gestört. Sind da drin auf sich gestellt, bis... deaktiviert haben. Das Signal ist gestört, Sir. Schade, es wurde gerade... Kämpfer! Ups. Verstanden. Mach es ein Stück. Granate. So. In Position. Ups. Ach Gott, ich... Geh in Deckung. Erwarte Befehle. Ja, ist okay. Eine neue Waffe. Scharfschützengewehr. Überhaupt, wie wechsle ich die Waffe?
Scharfschützenmodus. Boah, wie... Extrem präzise, extrem tödlich. Wie cool ist das? Er baut sie einfach um. Aha, so. Oh Gott, dann muss erstmal einer hinterkommen. Ich meine, so muss er sie nicht umbauen. Wenn ich auf die Pistole wechsle und dann zu der Waffe, ist sie automatisch umgebaut. Ich glaube, das spart Zeit. Naja, vielleicht auch nicht. Gut, los Delta Team, ich mach mal hier diese Dings auf. Ich bin so pro dafür. Ja. Hi. Ich liebe Gegner in Spielen, die erstmal schreien. In der Rohform hochexplosiv. Volle Deckung. Okay, geht mal pseudorieren. Ach Gott. Angriffsformation einnehmen. Da ja, vorne klar. Angreifen, genau. Interessant. Ich wollte schon immer mal eine Druidenfabrik von innen sehen. Delta-Team formiert sich. Unter uns sind Maschinen. Wir scheinen auf dem richtigen Weg zu sein. Total. Das heißt, wir müssen noch ein paar Bugs töten, was? Sieh mal einer. Mehrere Ziele auf der Brücke. Leader, das ist ja eine gute Position für einen Scharfschützen. Ich? Okay. Dann geht ihr in Angriff. Formation einnehmen. Roger. Ach, Piss. Das habe ich natürlich wieder prima hingekriegt, oder? Angriffsformation einnehmen. Roger. Das war erst der Anfang. Angreifer eliminiert. Ja, den Störsender gehen wir los. Kein Problem, das ist. Wow! Es ist, na gut, man muss etwas über die KI sagen, sie ist sehr träge. Boah, coole Animation teilweise. Das hört sich nicht gut an. Da oben ist ganz schön was los. Was mich auch wundert, der Komplex ist voll mit Geonosianern, aber kein einziger Droide in der Droidenpartie. Regel 17, immer vergewissern, dass sie tot sind. Mir gefällt's hier gar nicht. Was sind das für Dinger? Sehen aus wie Eier. Das scheint eine Art geonosianische Brutkammer zu sein, Gentlemen. Unglaublich, das sind Eier. Machen wir einen weiten Bogen um sie. Sicher ist sicher. Und ich dachte, schlimmer kann's nicht mehr werden. Na komm. Danke. Also ich freue mich dann auch... Oh, Gott, das ist... die können ja auch schlüpfen. Ich dachte, die wären noch gar nicht fertig. Mit... geboren werden. Gott. Warum nimmt Scorch überhaupt die Scharfschützenposition da? Präzisionsschuss abbrechen, Kommando. Drohnen auf 12 Uhr. 12 Uhr? Wir rücken dahin vor. Formation einnehmen. Roger. Gut, wir lassen hier erstmal alle stehen und liegen und gehen an diesen Babys vorbei. Ich störe mich. Einer weniger, Kommando. Delta-Team formiert sich. Bin in Position, Sir. Es ist eklig, es ist einfach unfassbar, wie ein Sumpf voll mit Scheiße. Apropos Scheiße, da sind Druiden. Nicht formieren, angreifen. Ja gut, ab und zu halte ich mich zu sehr mit den Kommandos auf. Da ist der Störsender, er ist abgeschirmt. Die Konsole für den Schild muss hier irgendwo sein. Ach Gott. Oh Gott. Wo ist der Grenadier? Wo ist unser Grenadier? Ach, der hat uns bestimmt in den Rücken geworfen. Mensch, sieben! Der Störsender stört meine Systeme. Ach, Quatsch. Ich habe auch keine Granaten. Ist das ein Mist. Delta-Team formiert sich. Bin in Position, Sir. Gut, kommt erstmal zurück, bevor wir uns hier irgendwie tragisch wehtun, so wie ich mich gerade. Ich mir gerade. Danke. Ah Gott. Scheiße, die werfen präzise Granaten und... Oh Gott, es sind so viele. Holt doch jemand mal das Insektenspray. Ich geh rein, Jungs. Gebt mir Deckung. Komm her.
Ah, es hat funktioniert. Okay.